Morgen, es gibt wieder Rooibos-Tee. Ich hatte ja auf eure Empfehlung mir den Sahne-Karamell geholt. Muss leider sagen, der schmeckt mir nicht so gut. Vanille bleibt mein Favorit. Deshalb mische ich die beiden jetzt einfach. Ich mag das gerne, wenn der intensiver und kräftiger schmeckt. Dann hat man so ein bisschen die Illusion, als würde man irgendwie einen schwarzen Tee oder so trinken. Aber Vanille ist auf jeden Fall mein Favorit. Sahne-Karamell finde ich nicht so. Aber gut. Den lasse ich jetzt schön ziehen, dann kommt ein bisschen Hafermilch rein und dann genieße ich den erstmal. So, guten Morgen, ihr Lieben. Dann zeige ich mich jetzt auch mal persönlich. Ich sehe noch nicht so fresh aus, ne? Bin echt gerade aufgestanden. Meine Nacht war wieder so nicht so gut. Die letzten 2 Nächte waren echt mega. Bin nur einmal aufgewacht, richtig gut geschlafen. Und was ist gestern das Einzige, was anders war? Ich habe meinen Kamillentee nicht getrunken. Sollte das wirklich an dem Kamillentee liegen? Ich werde den heute Abend wieder trinken, aber ja, heute habe ich nicht ganz so gut geschlafen, aber es wird tatsächlich langsam besser, bin ich sehr happy drüber. Ach, und mein Tee, Leute, das ist echt morgens für mich total. Ach, da freue ich mich so sehr drauf, diesen Tee. Kann es euch gar nicht sagen. Ich werde jetzt mal versuchen. Ich stelle den wieder auf der Couch ab. Irgendwann fällt er runter, Leute, ich sag's euch. Leben am Limit. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Im Hintergrund ist es ein bisschen laut bei uns, weil meine Nachbarn, die machen gerade ihr Dach neu. Die haben so ein Bungalow und da machen die da irgendwie mit so, wie nennt man denn diese Flammenwerfer, machen die diese Dachpappe da neu. Das ist so laut. Also, sorry dafür, das werden wir heute den ganzen Tag hören. Ja, voll viele haben sich gewünscht, dass ich ein bisschen vlogge, ein bisschen euch mitnehme. Das war mein Toast. Jetzt muss ich nämlich erstmal was essen. Das mache ich heute. Wir werden nämlich später noch zum IKEA fahren und uns so ein paar Babymöbel anschauen. Genau, da werde ich nachher noch ein bisschen was erzählen. Voll viele haben ja auch gefragt, zieht ihr jetzt um? Wie macht ihr das? Habt ihr schon Kinderzimmer eingerichtet und so weiter? Ich später noch ein bisschen drüber erzählen. Genau, da versuche ich das jetzt einfach mal euch da so ein bisschen mitzunehmen, den Tag über. Und jetzt werde ich erstmal meinen Tee trinken und meine Toasties essen. So, jetzt mache ich ein Workout. Ich bin immer noch so voll gaga. Aber ich glaube, das würde mich jetzt aufwecken. Das würde mir jetzt gut tun, weil bevor ich mich jetzt an die Arbeit mache, starte ich jetzt mit einem Workout. Ich mache total gern Barre oder Pilates, habe ich ja neulich schon mal erzählt. Und Barre, das sieht ja so easy aus. Aber es ist richtig anstrengend. Es gibt richtig Muskelkater an den Beinen. Und ja, ein paar Übungen sind, glaube ich, dabei. Die muss ich dann noch ein bisschen modifizieren, die dann so auf dem Boden sind. Aber da gucke ich dann gleich mal. Ich habe mir wieder was bei YouTube rausgesucht. Ja, das mache ich jetzt. Jetzt gibt es einen schönen proteinreichen Snack nach dem Sport. Toasties mit Avo, falls jetzt wieder jemand schimpft. Ich esse nicht dauernd Avo. Zufall, dass ich jetzt schon wieder Avo esse. Da habe ich auch gekleckert. Und ich habe auch die letzten Tage andere Sachen zum Frühstück gegessen. Also keine Panik. Dann habe ich mir ein Rührei gemacht. Da habe ich so körnigen Frischkäse reingegeben. Schmeckt voll lecker. Ein richtig schöner eiweißreicher Snack nach dem Sport. Und dann natürlich noch ein paar Tomätchen und ein bisschen frische bzw. tiefgefrorene Petersilie. Ich war gerade duschen und ich wollte dir kurz zeigen, Moment. Ich benutze nämlich zum Eincremen von meinem Bauch das hier immer, dieses Bellybutton. Das habe ich beim DM geholt. Und das finde ich echt richtig, richtig gut. Ich glaube ja nicht so dran, dass wenn man einfach ja, ein schwaches Bindegewebe hat, dass man durch Eincremen da tatsächlich was reißen kann. Aber, oder beziehungsweise Freundschaftsversprecher nicht reißen kann. Man hat mir gesagt, ich muss das machen, deshalb creme ich jetzt meinen Bauch damit ein. Ich meine, bei mir ist auch ein bisschen anders. Ich habe diverse Dehnungsstreifen. Ich habe mal 50 Kilo abgenommen. Natürlich habe ich Dehnungsstreifen. Aber ich finde das auch nicht so schlimm irgendwie. Es stört mich jetzt auch nicht so sehr. Und nach der Schwangerschaft werde ich wahrscheinlich noch ein paar mehr haben. Auch das finde ich jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Aber es tut gut am Bauch. Und ich denke mir halt so, ja, dass die Haut nicht so spannend und so, das tut es echt gut. Und es riecht auch lecker. Damit creme ich mich jetzt ein. Hallo, ihr Lieben. Ich snacke gerade Radiesal mit Salz. Geil. Beste. Ich habe gerade ein Video gefilmt. Schwangerschaftsupdate.
Und jetzt fahre ich gleich zum Ikea. Ich bin voll spät dran. Mein Mann, der wartet schon ewig auf mich. Der Arme. Und jetzt esse ich hier kurz mein Radiesal. Und dann wollte ich dir noch was Neues zeigen. Und zwar mache ich ja einmal im Monat, das weißt du ja, mit Your Super so ein Video, wo ich euch da die Produkte vorstelle. Und es gibt nämlich jetzt Neues. Das ist das Pflanzenkollagen. Und ich wollte das eigentlich in einem Food Diary mit reinnehmen. Aber jetzt haben die mir geschrieben, dass es ab ja heute, wenn du das Video siehst, wieder verfügbar ist. Und es ist ja immer alles so schnell ausverkauft. Deshalb, das war jetzt ausverkauft, jetzt ist es wieder da. Keine Ahnung wie lang. Rabattcode kannst du dir rauskopieren. Der ist unten in der Infobox. Der ist dauerhaft gültig auf alles. Und ja, das ist eben dieses Pflanzenkollagen. Und ich habe vorher schon gesagt, also ich glaube ja nicht dran, dass man durch Creme irgendwie Dehnungsstreifen verhindern kann. Oder generell, dass man Hautpflege nur von außen irgendwie, ja, dass man da was bewirken kann. Deshalb finde ich das eigentlich ganz cool. Ich probiere das jetzt mal. Vielleicht funktioniert das ja damit. Ich meine, es ist auch immer, gerade die Schwangerschaftsstreifen sind natürlich einfach Veranlagung, wie dein Bindegewebe so ist. Wenn du, ich habe eher ein schlechtes Bindegewebe. Wenn du ein schlechtes Bindegewebe hast, kann man das natürlich da ein bisschen unterstützen. Ich rühre mir das jetzt einfach ein in ein Getränk und probiere das mal. Kannst dich mal bei denen auf der Seite ein bisschen umschauen, weil die haben auch zum Beispiel, kannst du auch gut in der Schwangerschaft nehmen, hier diese Chocolate Protein oder das normale Protein, das sind alles vegane Proteinpulver und gerade wenn du dich vegan ernährst, man braucht ja mehr Protein in der Schwangerschaft und die sind alle, ja, die sind alle vegan und mit super tollen Inhaltsstoffen und vor allem zuckerfrei. Die sind nur mit ein bisschen Banane gesüßt. Genau, kannst du dir mal anschauen bei denen die Homepage. Ich habe leider meinen kleinen Milchaufschäumer, weil damit geht es echt am besten. Man löst es am besten auf. Da ist die Batterie da. Da muss ich mal eine Batterie besorgen. Aber das kannst du einfach so in Wasser einrühren. Und die sind alle relativ geschmacksneutral. Also entweder in Wasser, schmeckt irgendwie nach gar nichts. Oder in einen Saft. Und es gibt aber auch andere, die schmecken so ein bisschen fruchtig. Da kannst du so ein bisschen Limonade machen. Es gibt das Energy Boost oder dieses Moon Balance. Wobei, nicht, stimmt nicht. Schmeckt nach gar nichts. Stimmt nicht. Vanille. So, ich denke mir gerade, das schmeckt doch nach Vanille. Oh ja, doch. Das vielleicht mit so, das mit Orangensaft, Leute, das würde richtig geil. Ich meine, das schmeckt richtig lecker nach Vanille. Och, das habe ich gar nicht geschnallt. Geil. Ich liebe alles, was nach Vanille schmeckt. Das könntest du dir auch voll gut, boah, richtig intensiv jetzt. Ich habe es auf den ersten Schmecker gar nicht geschnallt. Das könntest du dir in dein Porridge zum Beispiel machen oder Müsli oder Smoothie. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Es schmeckt überhaupt nicht süß, sondern schmeckt intensiv nach Vanille. Also ich glaube, ich rühre mir das nächste Mal in O-Saft ein. Könnte ich mir vorstellen. O-Saft und Vanille, richtig geil. Sorry, Baustelle, du weißt es, ist ein bisschen laut bei uns. Aber ja, lecker. Da sind so richtig auch so kleine schwarze Pünktchen drin von der Vanilleschote. Richtig cool. Ja, vielleicht interessiert es dich. Kannst du mal gucken in der Infobox. Ich mache mich jetzt fertig und dann fahren wir zum Ikea. Ich freue mich schon. So Leute, wir sind jetzt im Auto und auf dem Weg zum Ikea. Voll cool. Ich bin gespannt, ob jetzt nicht so viel los und ich habe auch schon wieder Hunger. Vielleicht gibt es ja da auch so eine, was gibt es da mal, diese Zimtschnecke. Boah, geil, hätte ich voll Bock drauf. Ich hoffe. Ich hoffe, die gibt es. Schauen wir mal. Aber das ist ja nicht der Grund, warum wir da sind, aber vielleicht. Dann werde ich dann noch kurz einchecken und was essen. Ja, schauen wir mal. Die Workstation. Ach, guck mal, das ist süß hier. Das sieht voll cool aus. Mega. Das brauchst Kind halt dringend. Einfach so eine Pizza. Oh, und da, was ist das? Törtchen. Voll cool. Das ist eine kleine Küche. Ja Leute, wir sind jetzt fertig beim Ikea. Ich habe eigentlich auch gar nicht so viel gefilmt, weil die hatten kaum was bezüglich Kinderzimmer und so. Irgendwie sind wir da gar nicht fündig geworden. Wir wollten uns eigentlich so eine Kommode anschauen mit so einem Wickelaufsatz und ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, ich war vor 2 Jahren das letzte Mal beim Ikea
Und irgendwie ist Ikea nicht, also die Sachen sind gar nicht so geil. Ich hatte es irgendwie als geiler in Erinnerung. Aber ja, so Kinderzimmer und so, da war jetzt wenig los. Naja, aber wir wollten ja nur uns so einen ersten Überblick verschaffen. Und genau, haben jetzt noch ein paar Sachen haben wir mitgenommen, die wir eh holen wollten. So ein paar Basic-Sachen. Soll ich gar nicht zeigen, glaube ich. Das ist nicht so aufregend. Also so ein paar Ordnungsdinge, so ein paar Schubfächer, dann so Pfannenwänder und so. Das wollten wir mal neue haben. Also ja, gar nicht so ein richtig spannender IKEA-Haul. Aber naja, jetzt fahren wir nach Hause und es gab nicht mal Zimtschnecken. Wir haben TK-Zimtschnecken mitgenommen, die machen wir dann nachher vielleicht uns welche zum Nachtisch, aber ich wollte so gerne eine essen, nicht mal TK. Macht nichts, jetzt fahren wir nach Hause und dann koche ich was zum Abendessen. So Leute, ich koche uns jetzt eine schnelle Gemüsepfanne, wir haben nämlich so Hunger, noch ein paar Nudeln mit dazu und einen Salat und dann melde ich mich morgen nochmal, ich bin echt so kaputt jetzt, bin froh, wenn wir gegessen haben und uns so ein bisschen ausholen können. Hey ihr Lieben, da bin ich auch nochmal jetzt, glaube ich, ja, 2 Tage später. Wow. Ach, ich war so müde dann nach unserem Ausflug zum IKEA, dass wir dann nur noch gegessen haben und sind dann auf die Couch. Gestern war auch irgendwie super viel zu tun. Da hatte ich gar keinen Nerv, noch die Kamera zu nehmen. Und es ist auch ja nichts Spannendes passiert. Wir haben sehr viel ja hier rumgeräumt, habe ich euch ja auch schon erzählt. Und im Haushalt war viel zu tun und arbeitsmäßig ist noch einiges liegen geblieben. Da musste ich viel im Büro am Schreibtisch erledigen. Ist auch nicht so spannend. Ja, aber jetzt wollte ich natürlich nochmal die Zeit nutzen und auch noch ein bisschen erzählen, ja, was, wie wir jetzt verblieben sind zum Thema Kinderzimmer. Dann haben auch voll viele gefragt, ob wir denn jetzt umziehen müssen. Manche haben auch sogar gesagt, ihr müsst jetzt umziehen, nicht über YouTube, sondern im privaten Umfeld. Und ja, deshalb wollte ich jetzt einfach noch ein bisschen mit euch quatschen. Ja, also hol dir einen Kaffee oder einen Tee oder irgendwas, mach's dir bequem, dann können wir ein bisschen quatschen. Ich habe leider nichts außer hier mein Riesenglas Wasser wieder. Ich hatte ja gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht beim IKEA. Ich hatte mich ziemlich drauf gefreut, einfach da so ein bisschen rumzuschauen, rumzukruscheln. Ich fand es ein bisschen enttäuschend. Ich war so lange nicht bei IKEA und irgendwie mittlerweile finde ich, haben andere Läden echt schönere Sachen. Und es ist ja auch nicht so mehr, dass es so günstig ist bei IKEA, ne? Weil die Sachen, die irgendwie schön sind, die kosten ja auch ein bisschen was. Aber so wirklich so für kleine Babys hatten die gar nicht so viel Auswahl. Aber es hat uns trotzdem Spaß gemacht, da mal ein bisschen so rumzugucken. Und ja, werden wir jetzt umziehen? Das war eine ganz häufig gestellte Frage, weil natürlich jeder sagt, ihr bekommt jetzt ein Kind, ihr müsst natürlich jetzt sofort umziehen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was man hier so sieht bei Instagram und YouTube. Ja, okay, wir bekommen ein Kind, deshalb bauen wir jetzt. Natürlich müssen wir sofort ein Haus bauen. Und diese ganzen Sachen, wir haben ja noch ein Zimmer. Also hier hinter mir, das ist ja unser Arbeitszimmer und das ist ziemlich groß. Wenn ich mal da drin bin, manchmal filme, siehst du die eine Ecke davon und das geht noch hinten ziemlich weit um die Ecke rum und da hat da mein Mann sein ganzes Equipment gelagert und auch noch einen Schreibtisch und so und deshalb, ich werde es einfach mit meinem Schreibtisch quasi den abbauen und in die Ecke von meinem Mann umziehen, weil ich arbeite eh meistens am Laptop, mir ist das egal, wo ich sitze und ja, und haben dann vorne quasi so eine Ecke, werden das Zimmer ein bisschen abteilen. Und da werden wir dann eine Ecke fürs Baby machen, da stellen wir dann eine Wickelkommode auf und das ist, glaube ich, weitgehend auch alles, was wir erstmal fürs Baby kaufen wollen. Ich glaube nicht mal, dass man überhaupt eine Wickelkommode braucht. Viele haben auch schon gesagt, dass sie die Babys meistens auf der Wickelauflage auf der Couch auf dem Boden gewickelt haben. Ich möchte einfach gern so noch eine Kommode haben, wo die Sachen vom Baby drin sind. Ich meine, so ein Baby hat jetzt auch nicht so viel, aber so ein paar, ne, Spucktücher, Strampler, weiß ich, diesen ganzen Kram. Genau, und dann machen wir da so eine, quasi räumen wir so eine kleine Ecke fürs Baby frei. Und ansonsten haben wir jetzt gesagt, es ist einfach nicht notwendig, mit so einem kleinen Baby, also ich bin der Meinung, wie gesagt, nur meine Meinung, ne? Muss man immer aufpassen, was man da sagt, aber ich bin der Meinung, so ein kleines Baby braucht kein eigenes Kinderzimmer, weil was soll es da drin machen, wenn es mal irgendwie ein paar Freunde da hat und Playsy zocken und Shisha rauchen will, das ist ja eher unwahrscheinlich bei einem Neugeborenen. Also es wird wahrscheinlich keine Freunde zu Besuch haben, mit denen das irgendwie in seinem Zimmer hocken will und es wird natürlich auch bei uns schlafen und da haben wir uns jetzt eben nach Bettchen umgeschaut. Da bin ich noch so ein bisschen unschlüssig. Ich habe ja letztes Mal auch gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, weil wir haben ein eigentlich ziemlich großes Bett hier. Wir haben 1,80 breites Bett. Das müsste eigentlich gehen, dass wir ja auch ein Familienbett machen.
Und vielleicht aber auch, weil mir das doch ein bisschen zu heikel vielleicht ist mit dem Rausfallen. Oder vielleicht, viele haben auch gesagt, sie nutzen das Beistellbettchen eh nur als Ablage und das Baby schläft an ihnen dran. Weiß man nicht, ne? Muss man mal gucken. Jetzt bin ich nur am Überlegen, es gibt ja diese Baby-Bay-Beistellbetten für die kleinen Babys. Da passen die ja nicht so lange rein. Einige hatten mir jetzt gesagt, gleich ein großes Gitterbettchen nehmen und die Gitter quasi wegmachen auf der einen Seite. Das hatten wir uns auch überlegt, aber jetzt haben wir beim IKEA gesehen, diese wirklichen Kinderbetten, wie groß die sind. Und das nimmt ja im Schlafzimmer schon ganz viel Platz weg. Deshalb, weiß ich nicht. Ich glaube eher, ich tendiere eher dazu, dieses Babybay zu kaufen, dieses, ne, Beistellbettchen. Und ach, das holen wir gebraucht bei eBay Kleinanzeigen. Das finde ich eigentlich eh ganz gut, so Babymöbel auch gebraucht zu kaufen. Weil man weiß ja auch immer nicht so 100%, ist das dann wirklich so ein Bio-Lack und so. Und wenn das gebraucht ist, dann ist es schon mal ein bisschen, ne, das ist da auch alles verdampft und so. Und ich sehe es halt einfach auch nicht ein, für das Baby schläft dann da 6 Monate, da irgendwie 1000 Euro ein Kinderbett zu kaufen. Ich glaube, das braucht es einfach nicht. Ja, und das hätte ich letztes Mal schon gesagt. Das ist der Plan, so werden wir das machen. Und was eben auch eine Überlegung ist, ich weiß, dass es viele machen, aber ich finde, da besteht dann die Gefahr, dass man dann zu viel auf einmal will. Und wir haben das oft im weiteren Bekanntenkreis gesehen. Ne? Wir haben es im engeren Freundeskreis, haben wir leider niemanden mit Kindern, aber so auch bei Arbeitskollegen und so oft gesehen, dass man sich dann so, ja, dass man sich dann so amstrampeln muss mit diesen ganzen finanziellen Sachen. Und das wollen wir halt auf keinen Fall. Ich habe schon öfter mal erzählt, ne, mein Mann und ich, wir sind beide so, wir leben einfach gerne lieber unter unseren Verhältnissen und haben dafür einfach ein, ja, uns ist erstens so Luxus nicht so wichtig und uns ist aber total wichtig, so Zeit zusammen zu haben und Zeit miteinander zu verbringen. Und das ist jetzt mit dem Baby eben auch so. Und es ist nun mal einfach so, München, hier wo wir wohnen, ist irre teuer, die Mieten werden immer schlimmer. Und ja, klar, wir hätten auch gerne mal irgendwie ein Haus, das war natürlich wunderschön. Aber ganz ehrlich, hier bei uns in dem Stadtteil, wo wir wohnen, wenn wir uns ein Haus mieten, dann zahlen wir irgendwie mindestens unsere 4000 Euro Miete im Monat. Und das musst du auch erstmal verdienen, ne? Also, und deshalb haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir bleiben jetzt erstmal das erste Jahr oder so mit dem Baby hier in der Wohnung. Das könnte sogar hier unser Arbeitszimmer als Kinderzimmer bekommen. Das wäre auch kein Thema, aber es braucht ja gar kein Kinderzimmer. Und 3-Zimmer-Wohnung mit 3 Leuten, finde ich, geht erstmal wunderbar. Und wir wollen einfach die Zeit zusammen genießen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Also ihr wisst ja, ich bin ja selbstständig, ne? Und da ist es immer so ein bisschen schwierig, auch mit Elternzeit und so. Aber ich möchte mir das gerne, soweit das möglich ist, mir da auch ein bisschen die Zeit nehmen. Und es ist natürlich immer so, das geht ja nicht ganz, man kann nicht ganz nicht arbeiten, ne? Also ich werde auch weiterhin so ein bisschen hier bei YouTube, Social Media und so das weitermachen, aber ich möchte eben einfach nicht, dass ich direkt nach dem Wochenbett schon wieder in die Firmen fahren muss, Coachings geben muss, Vorträge, Beratungen, alles machen muss unbedingt und so da durchrennen muss, um dann irgendwie das Eigenheim abzuzahlen auf Biegen und Brechen und dann einfach diese wunderschöne Baby-Anfangszeit zu verpassen. Und mein Mann geht es eben genauso. Mein Mann, der möchte auch gerne Elternzeit nehmen, der möchte auf jeden Fall auch die ersten 4 Wochen mit uns zu Hause sein. Und wir haben ja auch, das wissen ja die meisten von euch, falls du neu bist, weißt du es noch nicht, hallo, herzlich willkommen. Wir haben ja nicht nur unsere Wohnung in München, wir haben ja auch unsere Wohnung in Malta auf Gozo. Und normalerweise haben wir es die letzten Jahre, waren wir immer so 50-50 da und sind immer hin und her gependelt auch. Dieses Jahr mit Corona leider nicht. Wir waren jetzt im Sommer 2 Monate und ja, wollen natürlich dann nächstes Jahr unsere Elternzeit, mein Mann wird dann auch Elternzeit nehmen und werden dann auch über den Sommer ein paar Monate dort verbringen. Und wofür brauchen wir dann hier in Deutschland ein Haus, wenn wir sowieso auch mal da sind die ganze Zeit. Ja, und das ist so ein bisschen unser Plan. Also das ist uns tatsächlich jetzt gerade wichtiger, dass wir uns da finanziell kein Bein ausreißen müssen. Und bei mir ist ja sowieso so, das ist ja ein bisschen, ja, wenn du angestellt bist, dann kriegst du Elterngeld und so. Ich muss mal gucken, ich muss mich da genau damit beschäftigen. Bei mir ist ja so, ich habe ja nie in dem Sinne kein Einkommen, weil das bei mir alles so ein bisschen, ja, die zum Beispiel die Einnahmen von meinem Buch, das läuft ja weiter. Oder Konzepte, die ich für Firmen ausgearbeitet habe, mit denen, die weiter mit ihren Mitarbeitern arbeiten. So, das sind ja alles so Sachen und da muss man mal gucken. Also da mache ich mir finanziell gar keine Sorgen, das wird schon alles klappen. Und ja, wir sind wirklich da auch
einfach, ja, wir haben da nicht so die großen Ansprüche, ne? Also ich finde es natürlich total schön, ein schönes großes Haus zu haben und ein schönes Kinderzimmer zu haben. Und wenn man eh ein Haus hat, dann würde ich, glaube ich, auch ein Kinderzimmer einrichten, weil es einfach auch irgendwie Spaß macht, so, ja. Es ist natürlich einfach, es macht total Spaß, diese Babysachen und so da anzuschauen. Aber bei vielen Sachen, da sehe ich es einfach auch nicht ein. Also auch wenn ich es mir irgendwie dann so anschaue, dann denke ich mir, ja, das ist schön, auch wenn ich es mir leisten kann, aber ich sehe es nicht ein. Es ist bei so vielen Sachen so, also jetzt auch abgesehen von Babysachen, wo ich mir immer denke, so, nee, mein hart verdientes Geld, das gebe ich dafür nicht aus. So. Also deshalb, das ist so ein bisschen, ja, einfach unser Ding von meinem Mann und von mir. Das haben wir ja schon immer so gemacht und ich habe auch die letzten Jahre, ja, wenig von meinem Geld ausgegeben. Deshalb gönne ich mir jetzt dann da einfach den Luxus, in der Babyzeit einfach ein bisschen kürzer zu treten. Weil das ist schon ein Struggle, ne? Wenn du selbstständig bist und da musst du schon schauen, wie du das dann machst. Aber ja, das war eben auch von uns so der Plan, dass wir erstmal finanziell da uns ein bisschen, ja, ein kleines Polster schaffen, dass wir dann eben auch mit unserem Baby die Zeit genießen können. Das ist uns einfach total wichtig, weil immer die Zeit ist so schön und die kommt nie wieder. Und da fände ich es einfach schade, ja, wenn mein Mann dann irgendwie da den ganzen Tag weg ist und gar nicht bei uns sein kann. Also da freuen wir uns sehr drauf, dass wir da die Zeit zusammen verbringen. Das ist auch leider so, dass wir halt auch familienmäßig niemanden hier so haben, der uns irgendwie helfen könnte und unter die Arme greifen könnte. Deshalb ist es schon wichtig, dass mein Mann da am Anfang auch bei mir ist und bei uns ist und dem Baby. Genau, das ist der Plan. Ja, ansonsten, was wollte ich noch mit euch bequatschen? Ach, es gibt noch so viel zu bequatschen, ne? Ich wollte auch noch ein bisschen drüber reden, ja, wie geht's jetzt hier mit meinem Channel weiter, weil das finde ich total interessant irgendwie. Ich hätte nicht erwartet, dass ich so viel Liebe von euch bekomme und so ein schönes Feedback. Und ich sag's euch ganz ehrlich, mir tut das so gut gerade, mich hier mit euch auszutauschen. Ich würde am liebsten jeden Tag 10 Stunden die Kamera laufen lassen, weil, wie ich schon gesagt habe, ne, in meinem näheren Freundeskreis einfach niemand ein Baby gerade hat und ich auch die erste bin, die schwanger ist. Und es einfach so schön ist, mich hier mit den anderen Mamas auszutauschen. Und von euch sind ja viele auch schon mehrfach Mamas und habt einfach so, so gut tolle Tipps auch immer. Ja, und das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, da gerade darüber zu reden. Es hat mich sehr gewundert, dass so viel Interesse von euch da kam, weil ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass es viele auch nicht interessiert. Einige hatten auch geschrieben, dass sie das Thema gar nicht interessiert. Und manche haben auch geschrieben, boah, das finde ich voll ätzend, dass du jetzt auch noch schwanger bist. Alle sind schwanger auf YouTube und jetzt auch noch du. So halt irgendwie. Ich habe total krass an dem Tag, als ich verkündet habe, dass ich schwanger bin, habe ich bei Instagram, glaube ich, auf einen Schlag 200 Follower verloren. Richtig viel eigentlich. Und mittlerweile, ich bin bis diesen Monat, das ist ja noch nicht lange her, dass ich gesagt habe, dass ich schwanger bin, hat es mir das, das zeigt es mir immer auch an bei Instagram, so ja, wie viele neue Follower kommen und wie viel man verloren hat. Und ich habe 400 irgendwas, 400, weiß ich nicht genau, 50 oder so Follower verloren und aber fast exakt bis auf 2, 3 exakt so viele neu mit dazugekommen. Und das finde ich irgendwie total interessant und das finde ich bezeichnend, weil so ist es nun mal im Leben, weil das muss ich ja auch sagen, das habe ich leider auch im privaten Umfeld erlebt. Da wollte ich eh nochmal ein eigenes Video drüber machen. Weil das ist was, das hätte ich mir am Anfang meiner Schwangerschaft sehr gewünscht, dass da mal jemand oder mehr Leute da mal offen drüber reden, weil ich bin bestimmt nicht die Einzige, die das so erlebt hat. Und das hat mich am Anfang total aus der Bahn geworfen, weil es ist echt, deshalb bin ich so gerührt, dass wir hier so viel Liebe von euch bekommen und so viel Zuspruch, weil es war tatsächlich so, dass wir leider auch im privaten Umfeld, jetzt nicht bei Social Media, im privaten Umfeld leider auch einige sehr negative Reaktionen auf die Schwangerschaft bekommen haben. Also von das interessiert mich nicht und so total ignorieren bis hin zu kompletter Ablehnung, also sogar aus der Familie richtig traurig und aus dem Freundeskreis auch einige komische Reaktionen kamen. Und ich glaube, das ist aber zum Teil sogar auch normal und das Leben ändert sich nun mal einfach. Deshalb hat mich das jetzt nicht großartig getroffen, die Nachrichten, die ich jetzt da erhalten habe bei Social Media, weil mir ist das natürlich völlig klar, dass das Thema Schwangerschaft nicht jeden interessiert und ich hätte vor 2 Jahren auch noch irgendwie die Blogs, die ich dann geschaut habe, wenn es dann nur noch ums Thema Schwangerschaft ging, konnte ich damit auch nichts anfangen. So ist es halt. Aber auf der anderen Seite ist das halt eben nun mal mein Leben hier und die Leute haben das Gleiche kommentiert, als ich damals von Beauty mehr auf das Thema Ernährung gegangen bin.
das Leben verändert sich, die Interessen verändern sich. Und ihr müsst immer bedenken, das ist ja hier, ja, das ist ja keine Reality-Show, ne? Das ist ja einfach mein Leben und ich mache ja weiter Food Diaries. Mein Content geht ja eh immer um das Thema Ernährung, Achtsamkeit. Darum geht hier mein Content bei Social Media. Das ist auch meine Arbeit, das mache ich, aber ich mache ja hier, ich zeige mein Leben. Das ist der Unterschied, ne? Also viele, die denken auch, ich kann mal so zack, zack nebenbei in den Kommentaren mal schnell eine kostenlose Ernährungsberatung machen oder ein schnelles Stresscoaching oder so. Das geht natürlich nicht, da müsst ihr mich kontaktieren und da einen Termin zur Beratung ausmachen. Das ist der Unterschied zu meinen Beratungen und dem kostenlosen Content hier bei YouTube. Und ja, viele inspiriert das ja so, wie ich das jetzt mache. Und viele haben mir auch geschrieben, sie finden das interessant, weil sie eben selbst Mama sind oder weil sie einfach das Thema Schwangerschaft und so einfach interessiert. Ja, und das ist der Lauf der Dinge, weil Leute, ich meine, es ist so, ich bin nicht auf der Welt, um es jedem recht zu machen. Und ihr seid mir nichts schuldig, wenn euch das Thema nicht interessiert, dann könnt ihr, wie gesagt, weiter die Food Diaries gucken, aber dass dann Leute sagen so, nein, hör auf, die Schwangerschaftsupdates zu machen. Nö, warum soll ich das nicht machen? Es macht mir unglaublich viel Freude, wie gesagt, dieser Austausch und den meisten von euch gefällt es. Und es sind ja jetzt auch neue Mamis eben mit dazugekommen und das Leben verändert sich, ne? Also so ist es eben im Privaten, im Freundeskreis leider manchmal auch, ne? Also manche Freunde, die können dann mit dieser Veränderung gar nicht umgehen, wie sie sagen, das ist nicht der Weg. Und es ist auch okay, ne? Mein Lebensweg, so wie ich mein Leben gestalte, da muss auch nicht der Lebensweg von jemand anders sein. Manchmal schafft man das, das miteinander zu vereinbaren, weil man sich als Person so gut versteht, dass man dann irgendwie auch ein total unterschiedliches Leben vereinbaren kann, aber manchmal eben auch nicht. Das ist halt dann leider so und das ist schade und so ist es jetzt eben hier bei Social Media auch. Also ja, deshalb ist es natürlich schade, falls jetzt jemand dann sagt, nö, da muss ich ein Unfollow machen und das interessiert mich nicht mehr. Aber auf der anderen Seite kannst du halt auch nicht erwarten, dass ich meinen Content so anpasse, dass es den Zuschauern gefällt, weil mein Leben hat sich halt einfach jetzt verändert und meine Prioritäten haben sich halt jetzt einfach verändert. Ich denke, das ist ganz normal, wenn man Mama wird das erste Mal und danach sowieso. Genau, und ja, das wollte ich jetzt nur mal kurz zu dem Thema sagen und wie gesagt, ich mache da nochmal ein eigenes Video drüber, weil das ist, glaube ich, wirklich voll so ein Tabuthema. Ne? Man sieht immer nur bei Instagram und so überall auch diese Videos, wo sich dann alle weinend in den Armen liegen und alle waren so glücklich, als ich von meiner Schwangerschaft erzählt habe. Wie gesagt, bei uns war das leider bei vielen nicht der Fall und es hat mich am Anfang sehr aus der Bahn geworfen, sehr traurig gemacht. Mittlerweile kann ich damit ganz gut umgehen und weiß auch, unter anderem ja auch, was ich mir selbst so angelesen habe und auch der Hebamme und so, dass es tatsächlich leider gar nicht mal so selten ist. Und ja, deshalb haben mich jetzt da auch diese negativen Kommentare bei Social Media nicht getroffen, weil so ist es einfach, ne? Das ist einfach der Lauf der Dinge und der Lauf des Lebens und die meisten Leute waren wirklich so süß und ja, wollte ich mich nochmal bedanken, weil dieser Austausch mit euch, der macht mir so viel Freude, einfach wirklich, ist einfach so, so schön und ja, das hatte ich mir gewünscht. Ich hatte ein bisschen Angst, das auch zu teilen auf Social Media, dass da so viele negative Vibes kommen, überhaupt nicht. Anscheinend sind bei mir echt nur geile Mütter auf dem Kanal, die echt einfach nur an Austausch interessiert sind und überhaupt nicht so eine Müttermafia sind. Richtig gut. I love it. Leute, bleibt so, bitte, weil das macht wirklich unglaublich viel Spaß. So, jetzt habe ich lang genug gequatscht. Das Video wird super lang. Ich schwitze auch gerade unglaublich. Siehst du schon, ich will ein bisschen mein T-Shirt, wie mein Pullover aussieht. Ach, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Video wieder. Das wird dann auch wieder ein Food Diary. Ciao, macht's gut.